komme gerade aus Tirana in Albanien zurück, wo ich eben mal 2 Tage war. Und da habe ich mich erinnert an die Unruhen in Albanien vor 14 Jahren, als die Leute einem Kettenbriefsystem, einem Ponzi-Schema von Investmentfirmen aufgesessen sind, die ihnen versprochen haben, dass sie schnell reich werden. Ein System, das natürlich wie all diese Pyramidensysteme funktioniert hat, solange neue Leute neues Geld nachgeschossen haben. Und als die Kette abriss, war das Ende da und das System ist zusammengebrochen und die Leute haben rebelliert. Und wir im Westen haben das damals dem unterentwickelten ökonomischen System zugeschrieben. Aber die Hybris ist unangebracht. Wir haben zu dieser Zeit schon an unserem eigenen Ponzi-Schema gearbeitet, am Finanzmarktkapitalismus, auch Madoff- oder Meindl-Kapitalismus genannt, der natürlich vordergründig mehr sophisticated war mit sogenannten brillanten Finanzmarktprodukten und genialen Finanzmarktfonds. Aber im Grunde, sind wir uns ehrlich, war das auch nichts anderes. Und 2008 ist dann nicht eine Pyramide wie in einem 3,5-Millionen-Land wie Albanien zusammengebrochen, sondern das globale Finanzsystem. Und die Regierungen haben die Finanzinstitutionen gerettet mit Mühe und Not. Und jetzt hängt das System immer noch am Tropf in der Intensivstation. Aber es kann jederzeit kollabieren. Und die Gefahr, dass es Mittwoch um 12 oder freitags um 10 kollabiert, ist gerade wieder etwas größer als noch vor 12 oder 14 Monaten. Aber bevor ich dazu komme, noch zu einer anderen interessanten Beobachtung in Albanien. Ich habe da meine albanischen Gesprächspartner gefragt, die in etwa gesagt haben, dass die Parteien in Wirklichkeit Mafia-Organisationen sind, mit ihnen angefügten Wirtschaftsinteressen und Firmen und dass auch die Medien dann jeweils Teil einer solchen Mafia sind. Da habe ich sie gefragt, ob die Parteien zumindest rudimentär unterschiedlich sind. Also die konservativen Demokraten, ob die konservative Ideologie haben und die Sozialisten eben doch mehr für soziale Gerechtigkeit sind, zumindest in dem Maße, wie sich, sagen wir, ÖVP und SPÖ unterscheiden oder die CDU von der SPD. Aber da haben sie abgewunken und gesagt, eigentlich unterscheiden sich die durch nichts, nicht einmal so Schwundformen an Ideendifferenzen. Gleichzeitig haben sie mir aber gesagt, dass das politische Klima sehr polarisiert ist, richtig mit Hass und Aggression. Und dann habe ich gefragt, woraus sich denn diese Aversionen speisen, wenn es keine politischen Differenzen gibt, was sich die politischen Parteien denn gegenseitig vorwerfen. Und dann haben sie gesagt, das ist ganz einfach. Die einen werfen den anderen vor, dass sie richtig korrupt sind, dass sie die größten Diebe und Plünderer sind und die anderen geben den Vorwurf zurück, nein, ihr seid die größten Plünderer. Und auf diese Weise kann man prima zu Polarisierung kommen, ganz ohne signifikante Differenzen. Ja, und da habe ich mich dann auch wieder ein bisschen an Österreich erinnert gefühlt. Aber zurück zu den gefährlichen Zeiten, in denen wir leben. Ich habe gerade meine FS Music 200 Jubiläumsshow gemacht. Danke übrigens für die freundlichen Kritiken da unten. Also ich war richtig gerührt und die haben mich auch ein bisschen verlegen gemacht. Aber hallo. Also, und wegen dieses Jubiläums hat sich irgendein User noch meine FS Music 100 Folge angeschaut und irgendwo habe ich da offenbar gesagt, ich kann mich gar nicht daran erinnern, aufregende Zeiten produzieren spannende Politiker, banale Zeiten produzieren banale Politiker. Und da hat der User geschrieben, das stimmt. Aber ich muss mich da leider ein bisschen korrigieren, denn wenn das stimmen würde, dann müssten wir ja demnächst wieder ganz bedeutende, staatsmännische, mutige und entschlossene Politiker kriegen, weil wir leben ja in gefährlichen Zeiten, in den gefährlichsten Zeiten seit wahrscheinlich 50 Jahren. Aber die Politiker, die sind ja heute noch viel banaler als vor 10, 15 Jahren. Weil, ja, das geht ja ein bisschen unter. Wir leben in höchst gefährlichen Zeiten. Jederzeit kann alles zusammenbrechen. Ja, das ist so. Liest man aber doch komischerweise relativ selten in den Zeitungen. Und das ist doch interessant, weil Zeitungen doch immer alles aufpeppen und sogar dramatischer darstellen, als es ist, um in dieser Aufmerksamkeitsökonomie die Nase vorn zu haben, wo der am meisten wahrgenommen wird, der am lautesten schreit und die schrillste Schlagzeile hat oder der am verrücktesten übertreibt. Aber jetzt haben doch halt viele Medien das Gefühl, nur nicht dramatisieren, die Panik nur nicht herbeischreiben. Und verstehen Sie mich da nicht falsch, ich finde das durchaus in Ordnung, das ist verantwortungsbewusst und in Ordnung, aber da das alle machen, hat man halt doch so ein bisschen das trügere Bewusstsein relativer Sicherheit und wie sehr wir eigentlich am Abgrund entlang spazieren, fällt nur den wenigsten auf.
Und was die Sache so gefährlich macht, das sind diese Rückkopplungsschleifen. Erst fuhren die Banken und anderen Finanzinstitutionen an die Wand, hoffnungslos überschuldet mit wertlosen Papieren in ihren Büchern. Dann wurden sie von den Staaten gerettet, worauf die Staatsschulden dramatisch anwuchsen. Dann begann diese Vertrauenskrise der Staaten, ob die überhaupt in der Lage sind, diese Schulden zurückzuzahlen. Eine Vertrauenskrise, die durch die Fehlkonstruktion des Euro noch verstärkt wurde. In Europa, die eben darin besteht, dass souveräne Staaten keinen Zugriff mehr auf ihre Währung haben. Und dann, nächste Rückkopplungsschleife, verfielen die Schuldscheine der Staaten, also die Staatsanleihen, an Wert oder zumindest an Vertrauenswürdigkeit, die wiederum die Banken in ihren Büchern haben, sodass die Banken erst recht wieder auf tönernen Füßen stehen. Sodass man auf den Märkten erstens an der Stabilität der Banken zweifelt, aber anders als vor 3 Jahren eben zweitens noch an der Fähigkeit der Staaten, die Banken zu retten, wenn es hart auf hart kommt, weil die Regierungen ja mittlerweile bis über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit belastet sind. Und in dieser Situation reicht eine kleine Panik, ein kleiner Fehler, der berühmte Sack Reis, der umfällt, um einen Dominoeffekt auszulösen. Und das kann eine Staatspleite Griechenlands sein, aber es kann auch schon reichen, wenn ein paar hunderttausend Griechen ihre Spareinlagen von griechischen Banken abziehen und auf deutsche Banken transformieren, was ja aus der Sicht eines jeden Einzelnen dieser griechischen Sparer total vernünftig wäre. Aber Gott sei Dank tun sie es nicht. Gott sei Dank wird niemand panisch. Weil im Finanzsystem, da gilt ja diese paradoxe Regel. Je panischer die Leute, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das, was sie befürchten, auch eintritt. Ach ja, und weil aufgrund dieser trüben Aussichten die Investoren nicht investieren und die Konsumenten nicht konsumieren, bricht das Wachstum ein. Aber wenn das Wachstum einbricht, werden die Schulden natürlich noch drückender, weil simpel gesprochen, wenn ich 100.000 Euro Schulden habe und 120.000 Euro jährliches Einkommen, dann ist das unangenehm. Aber wenn ich nur 90.000 Euro jährliches Einkommen habe, dann ist das noch viel unangenehmer. Und derselbe Mechanismus führt eben dazu, dass bei Staaten die Schulden drückender werden, wenn das BIP nicht mehr wächst oder nicht ausreichend wächst oder möglicherweise sogar schrumpft. Und deshalb sind diese Wachstumprognosen vom Freitag, also um das offen zu sagen, diese Stagnationsprognosen, eben auch ganz schlechte Nachrichten für diese ganze Schulden- und Instabilitätsproblematik. Also Leute, die schlechte Nachricht ist, ja klar, dieser ganze Laden rund um uns kann schon morgen wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Und gerade deshalb müsste man eigentlich ganz schnell zu ganz viel Geld kommen, um diese Lage zu entspannen, auf eine Weise, die Wirtschaft nicht abwürgt. Deshalb ist ja mittlerweile sogar der Economist, dieses Zentralorgan der freien Marktwirtschaft, Fundis für Vermögensteuern, weil das die einzige Möglichkeit ist, an das Geld zu kommen, um das System zu stabilisieren. Das ist keine Frage des Klassenkampfes gegen die Reichen, sondern eine Frage simpler Mathematik. Wer rechnen kann, der weiß, dass es dazu keine Alternative gibt. Und wer nicht rechnen kann und wer nichts von Wirtschaft versteht, der kämpft halt gegen die Enteignung der Besitzenden durch Vermögensteuern. Und wenn die schlechte Nachricht ist, dass der Laden schon morgen zusammenbrechen kann, dann habe ich aber auch eine gute Nachricht für Sie. Sie können das individuell gar nicht verhindern. Sie können Ihr Vermögen gar nicht in Sicherheit bringen. Sie brauchen also gar nicht panisch zu werden. Wenn es so weit kommt, sind Ihre Spareinlagen und Finanzvermögen eh nichts mehr wert. Wenn Sie es auf der Bank lassen, ist es nichts mehr wert. Aber wenn Sie es abheben, dann haben Sie halt Papierscheine, die gerade mal den Altpapierwert haben. Also es ist dann auch nichts mehr wert. Und das ist doch irgendwie auch eine gute Nachricht. Sie müssen gar nicht nervös werden, weil Sie können es eh nicht ändern. Also setzen Sie sich ruhig hin, legen Sie die Beine hoch, blasen Sie ein paar Rauchkringel in die Luft und schauen Sie interessiert zu, ob der Vulkan seinen Krater öffnet und uns verschlingt oder nicht.